Hallo und herzlich willkommen zu unserer Playlist zu parapsychologischen Geräten, die wir auf unseren Untersuchungen verwenden. Und heute möchte ich euch ein Gerät zeigen, was eher selten bei anderen Kunstwerken kommt, das Humiditimeter. Kurz von Jan ganz süß umgetauft. Damit können wir es auch aussprechen, ohne dass wir gleich ein Sprachproblem kriegen. Das Humiditimeter, wie ihr seht, ist so aufgebaut. Hier oben ist die Messsonde, da wird gemessen. Ich mache das auch mal für so, damit man es vielleicht ein bisschen Profil sieht. Ihr seht, das ist eine Öffnung. Quasi da drin ist dann der Messfühler in dieser Messsonde. Ihr seht das sogar, wenn man genau hinsieht, ich versuche es mal zu kriegen, dass da dieser Chip drin ist. Der macht die Messung für uns. So, dann haben wir hier die Anzeige. Und zwar hat das sich umgedreht. Nee, perfekt. Oben ist die Luftfeuchtigkeit, unten die Temperatur. Und ja, ich lese mal kurz vor. Wir haben Luftfeuchtigkeit von 31, okay, es geht gerade massiv runter. 29, das erkläre ich gleich zu. Und eine Temperatur von 17,7 Grad. Mehr als 29% und 17,7 Grad. Das Humiditätsmeter, wie ihr also seht, misst gleichzeitig Temperatur und Luftfeuchte. Warum ist das sinnvoll? Naja, Temperatur ist ein relativer Wert ohne Luftfeuchte. Weil umso feuchter die Luft ist, umso mehr ändert sich das Gefühl der Temperatur. Haben wir eine sehr, sehr niedrige Luftfeuchte, dann merken wir die Temperatur aktuell gar nicht so. Also 10 Grad minus bei einer Luftfeuchte von, ich sag mal, 20%. Ja, machen wir es noch besser, machen wir es extremer. 20 Grad minus bei einer Luftfeuchte von 20% oder 10 Grad minus bei einer Luftfeuchte von 90%. Ihr werdet eher bei den 10 Grad minus mit der hohen Luftfeuchte fehlen, einfach weil die Luftfeuchtigkeit dasjenige Medium ist, was die Temperatur am besten überträgt. Von Gasmolekül zu Gasmolekül ist es nicht ganz so einfach. Umso mehr Wassermoleküle, sprich Luftfeuchtigkeit in der Luft ist, desto besser geht die Temperaturübertragung. Deswegen ist eine reine Temperaturmessung immer ein sehr relativer Wert. Viele verwenden das Millimeter oder ein Millimeter, weiter Temperatur ist, aber die Luftfeuchtigkeit wird dort gern ignoriert. Damit kann man Aussagen treffen, aber führt dazu, dass diese Millimeter sehr, 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 sehr langsam in der Temperaturmessung sind, außer bei sehr hohen Luftfeuchtigkeiten, obwohl sie da immer noch sehr langsam sind. Um die Genauigkeit mal zu sagen, bei einer normalen Durchschnitt Luftfeuchtigkeit von 70% vielleicht, haben die vielleicht 10 bis 15 Minuten Zeit, um die Temperatur anzuzeigen. Wofür brauchen wir das aber? Ja, wir brauchen es natürlich, wenn es zu einer Entität kommt, einer Energieentwicklung, einer Energieumwandlung, dann ist es oftmals, geht es oftmals damit einher, dass Energie aus der Umgebung bezogen wird, sprich die Temperatur nimmt ab. Wärmeenergie, thermische Energie wird dann halt umgewandelt in Lichtenergie, akustische Energie oder sogar manchmal auch in eine Form der physikalischen Energie, sprich Bewegung, als mechanische oder kinetische Energie. So, das heißt, wir müssen die Temperatur überwachen, wenn wir glauben, dass das ist. Wir brauchen auf einerseits immer das Magnetfeld, weil das ist halt die häufigste Komponente, aber Temperatur ist auch eine sehr wichtige Komponente. Das erfordert, dass wir sehr, sehr schnelle Temperaturmessungen vornehmen können. Das Millimeter kann das nicht so gut. Nun ist das Humiditimeter, je nachdem welches man hat, ich sage mal einen Kompromiss, weil eine schnelle Temperaturmessung ist in Luft sehr, sehr schwer. Im feuchten Medium alles kein Thema, das ist sehr toll, weil es hängt auch damit mit der Zirkulation ab. Wenn ich das Gerät jetzt so einigermaßen ruhig hier gehalten habe, zirkuliert die Luft sehr wenig, ist auch aktuell fast windstill, dürft ihr auch sehen, wenn ich mal so umdrehe, dass sich eigentlich so gut wie nichts hier bewegt, außer ein Tierchen, aber jetzt nicht am Klettern. Und hier ist die Messsonde drin. Das heißt, umso mehr Wind ich habe, umso schneller mischt sich natürlich auch die Lufttemperatur. Ich denke, das kann sich jeder einfach vorstellen. Und ja, genauso ist es hier. Es muss ja, die Moleküle müssen da dran kommen, damit die messen. Das heißt, auch wenn ihr uns mal damit so rumschwenken seht, dann ist es nicht, weil wir so super toll gerne Achtenform oder Schwertkämpfe machen. Nein, es hat die Bewandtnis, dass damit das schneller geht. Nun sagte ich, das ist ein Kompromiss. Ja, weil es ist trotzdem noch nicht schnell. Dieses hier hat je nach Luftfeuchtigkeit eine Minute, bei hoher Luftfeuchtigkeit 5 Minuten, bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Das ist immer noch sehr langsam. Und streng genommen eigentlich nicht ausreichend, weil viele Entitäten oder viel, wenn man zum Beispiel Magnetfeld hat und glaubt, dass eine Entität ist und man tatsächlich eine Temperaturänderung fühlt, ist es nicht meistens schnell genug, außer es bleibt halt wirklich dann ein paar Minuten da. Das passiert manchmal, aber eher selten. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer damit signifikant was zu dokumentieren, was, wenn es schnell geht. Das ist ein Problem. Dafür gibt es auch keine so super Lösung, weil wie gesagt, nur in feuchten Medien, flüssigen Medien haben wir hier die Gelegenheit, dass es eine quasi eine schnelle Messung gibt. Und so müssen wir uns halt mit einer Alternative begnügen. Es gibt noch ein anderes Messgerät für Temperatur, was wir verwenden, wenn es schnell gehen muss.
Es hat aber einen anderen großen Nachteil. Die Kombination gleicht es aber mehr oder weniger aus. Aber ihr könnt euch jetzt vorstellen, wenn ich eine Kamera Haltungsdruck kombinieren und dann noch ein Messgerät für die Temperatur, dann in meinen Fuß eben auf Meter, das andere Bein, dann das vierte Messgerät. Also zwei Personen sind damit dann schon komplett ausgelastet von den Händen her. Ist nicht ganz so einfach. So, ich glaube, ich habe gesagt 17,7 Grad. Wir schauen mal auf jeden Fall, wie es jetzt ist. Kommen wir näher ran wieder. So, sieht man das? Ich behaupte jetzt, ja. Mal sehen, die Kamera muss ich glaube ich noch scharf stellen, deswegen warte ich einen Moment. Jetzt sind es aktuell 31% Luftfeuchte, Tendenz steigend bei 16 Grad. Und der Wetterbericht hat gesagt, es sollen 13 Grad sein. So, jetzt fuchtel ich damit mal ein bisschen rum. Das ist Wissenschaft, falls jemand fragt. So, hat sich's geändert. Ich habe jetzt eine Luftfeuchtigkeit von 30,1 und eine Temperatur von 15,5 Grad. Ihr seht also, das ist jetzt in ein paar Sekunden relativ ein halbes Grad runtergegangen. Wenn ich jetzt aber nochmal reinhalte hier, dann seht ihr, wenn ich es nicht bewege, dauert das lange, dass die Temperatur runtergeht. Und wenn der Wetterbericht recht hat, müssen es jetzt 13 Grad sein, es dauert also dann noch eine Weile. Es dauert also relativ lange, weil wir jetzt auch eine relativ niedrige Luftfeuchte haben, dass sich die Temperatur anpasst. Das ist natürlich für eine Messung nicht so toll. Ich werde jetzt mal das Gerät, während ich euch noch ein bisschen was erzähle, mal hier reinstecken, dass es ein bisschen vielleicht Körperwärme tankt. Wir haben jetzt bei 15,5 Grad ungefähr. Schauen, was es dann zeigt. So. Mal sehen, wie warm mein Körper ist und wie schnell das geht. Zählen wir mal bis 30 Sekunden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gute Gelegenheit, mal diese Kulisse hier zu bewundern. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ein kleines Windlein kommt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Ich gucke bewusst nicht vorher drauf, damit ihr das allgemein sehen. So, 17,3 Grad. Das ist also so, ja, sagen wir mal 2 Grad hochgegangen ungefähr. Ne? Also ihr seht, eine halbe Minute für 2 Grad, das ist schon ein relativ guter Wert. Dafür ist es da für die Temperaturmessung, damit wir Energieumwandlungen, die vielleicht nicht nur oder nicht als mein elektromagnetisches Feld sich äußert, dokumentieren können. Da haben wir nämlich quasi, das EMF bestimmt quasi nur, wir haben eine Energieumwandlung und wir sehen das Magnetfeld, wir haben den Weiß, Energie ist umgewandelt. Oder hier steht ein Energiefluss, eine Energiequelle in der Nähe. Klärt aber nicht, was ist die Quelle? Es hat ja immer quasi Quelle, Wirkung, Ursache. So. Und ja, die Quelle kann manchmal die Umgebungstemperatur sein, die sinkt. Die Wirkung ist, es kommt dann zum Magnetfeld und das verursacht dann zum Beispiel Manifestationen, Geräusch, Bewegung etc. Gut, ich mach's mal wieder aus, denn die Luftfeuchtigkeit hier ist jetzt nicht so wichtig für dieses Erklärungsvideo. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant, habt was dazugelernt, warum wir welches Gerät hier wieder verwenden und warum ihr das auch ziemlich oft sehen werdet. Und wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich aber auch natürlich sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen supporten würdet, weil wir können jede Unterstützung wirklich sehr gut gebrauchen und sind natürlich euch allen sehr, sehr dankbar dafür. Gerne den Kanal abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und wenn ihr es noch anders supporten wollt, seht ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, wie ihr das könnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall und freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist. Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.